wir es schaffen. Es ist wie ein Albtraum. Diesen Albtraum endlich zu beenden, obliegt uns beiden. Aber siehst du nicht diese Übermacht? Dass du mir so selbstlos zu Hilfe geeilt bist, hat mir das Leben gerettet. Und jetzt kann ich Naboris steuern. Wir beide können das schaffen. In Ordnung. Gut so. Also dann, packen wir's an. Nimm meine Hand und halt dich gut fest. Bereit. Der Kampf um die Hateno-Festung. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und jetzt wird hier mal ordentlich aufgeräumt. Sturmangriff. Okay, perfekt. Jetzt können wir hier mal ordentlich einheizen. Besiege alle Wächter. Jetzt ist die Frage, wo sind die? So. Und hier einmal komplett durch. So, wir drehen uns allerdings um. So. Das sind 11. 13. Okay, wo ist das nächste Ziel? Sehr schön. Okay. Für einen grandiosen Angriff, den starten wir denn dann wo? So, okay. Das ist die Frage, ey, was ist denn mit unserem neuen Ziel? Und wo? Wo hier, bitte? Wo? Jawohl. 7000 besiegt. Ja, geil. So, besiege viele Gegner. Oh, 30.000. Läuft. Jawohl. Aber so die fetten Herden, die sind irgendwie aber auch nicht da, ne? Komm, gehen wir einmal hier durch. Und hauen einmal hier rein. So, jawohl. Boah, hier sehen wir, was ist das? Ist das die Hateno-Festung? Dürfte, ja. Okay, komm, da noch einmal durch und dann dürfen wir 30.000 voll haben. Ah, nicht ganz. Ah, da hinten. Das dürfte jetzt ausreichen. Jawohl, 30.000 Gegner haben wir besiegt. Sehr schön. Boah. Kampf um die Hateno-Festung.
Ist noch nicht ganz abgeschlossen, nur ein Teil davon. Weiter, bis der Sieg unser sein wird. Das ist eine echte Gerudo-Weil. Du bist ganz schön hartnäckig. Urbosa und Rijo übernahmen die Kontrolle über Vanaboris, um die Wächter aufzuhalten, die unaufhörlich aus Schloss Hyrule herbeiströmten. In der Zwischenzeit erreichte Links Truppe die Hateno-Festung und nutzte die von Urbosa geschlagene Bresche, um den Feind anzugreifen, der die Festung umstellt hatte. Jetzt wissen wir auch, warum es vor der Hateno-Festung aussieht, wie es aussieht. Okay. Besiegt den silbernen Moblin. Oh, okay. Der Hase wollte, wollte überhaupt nichts davon wissen, dass er gerade angeschossen worden ist, aber gut. So. Das mit den Titanen ist natürlich schon... Hallo. Ist natürlich schon extrem. Also, dass die da wirklich alle mitten auf dem Feld gestanden haben und... Das ist schon geil gemacht. So. Komm. Komm, hau rein, hau rein, hau rein. Jawohl. Ja, perfekt. Ein Schmetterangriff wieder hinterher. So. Wobei es zum Ende hin natürlich jetzt auch ein für sich nur noch das komplette pure Abschlachten ist. So, da kommen wir her. Wir müssen hier wieder in die andere Richtung. Dann schwingen wir hier einfach mal das Schwert und räumen mal hier mächtig auf. Wow, auch silberner Moblin. Komm, brech das Schild. Das kriegen wir doch schnell aufgeräumt hier. Das kriegen wir schnell hin. Wow, okay. Yo, die ganzen Skelettviecher. Was haben wir denn da Großes? Oh, ein Feuerleuchter.
Nee, nee, das ist auch... Ist auch nicht akzeptabel hier. Komm. Und nochmal. Jawohl, komm schon. Jetzt wird's aber hier richtig spannend. Komm. Mach ihn den Gar aus jetzt, los. Na, wäre ja zu schön gewesen. Wenn das jetzt mal direkt so geklappt hätte, wäre geil gewesen. Aber hat's natürlich nicht. Komm. Stasis-Modul. So, der Leun ist auch weg. Lässt sich hier auch viel geiler kämpfen als wie in Breath of the Wild. Okay, da hatte der... Und der schießt da jetzt voll rein. Okay, Tor ist offen. Sehr schön. Bin ich gerade nur am Überlegen, wo genau das ist. Ah, da hinten. Okay. Jawohl. Jede Menge Wächter. Die Atheno-Festung darf nicht fallen. Nein, nein, um Gottes Willen. Soll sie auch nicht. Jawohl. Zwei von drei Wächter sind schon weg. Wo ist der andere? So, der dritte weg. Stufe erhöht, sehr schön. Ich habe übrigens gesehen, dass man in diesem Übungsmanöver... Bing. Ja. Level-Ups kaufen kann. Auch euer Schicksal findet hier sein Ende. Link!
Sie hat ihre Kraft. Sehr schön. Alter, was ein epischer Moment. Und sie... Und ich lass... und ich kann damit jetzt kämpfen. Wie geil ist das denn? Okay. Dem Monster geht es schlecht. Das muss die Prinzessin sein. Ja, das ist auch die Prinzessin. Aber wie sie es ist... Oh, mit dem Lichtbogen. So, komm. Wo ist der andere? Komm schon. Nein. Da müssten wir doch hier eigentlich relativ gut durchkommen. Okay. Hätte ich nie erwartet, als ich dieses Spiel damals gekauft habe. So, komm. Ah, okay. Sie hat jetzt auch ganz andere Fähigkeiten dann für das Stasis-Modul. Komm schon. Jawohl, sehr schön. Nein, 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 nein. Nicht mehr explodieren. So. Den einen haben wir. Ja, ganz genau so. Wir haben keins in Reserve, also vorsichtig damit. Was darf ich denn damit machen? Komm, das musst du schaffen jetzt. Das musst du jetzt schaffen. So. Okay. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass das noch zwei Stück sind, aber gut. Alle Geräte sind installiert, genau. Es ist, als würde die Energiezufuhr blockiert. Ich gehe zurück und starte sie neu. Ja, dann aber jetzt schnell, bitte. Du kannst nicht allein aufs Schlachtfeld. Beschützen wir Pura gemeinsam. Oh nein. Heißt, wo müssen wir jetzt hin? Silberne Moblin. Machen wir ein paar Schnappschüsse, solange du lächelst. Ich finde jetzt nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist für irgendwelche Fotos. So, komm, 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 komm. Geh, geh. Jawohl, komm. Hau den weißen Leuten kaputt. Übel, übel, übel.
Komm schon. Es ist keine Zukunft mehr. Auch das Dorf der Festung wird bald. Oh nein! Die Atheno-Festung ist gefallen. Wie will man das denn schaffen?